Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, ob ich mal erläutere, wann man welche Prozessmanagement-Methoden wie verwenden soll. Es gibt ja so viel: Prozessmanagement, Lean-Management, KVP, Six Sigma, Kaizen und was noch alles. Da verliert man auch ganz schnell mal den Überblick und nicht alles braucht man ja gleich zum Start seiner Reise in die Optimierung der betrieblichen Abläufe. Also, wann was nehmen und wie findet man einen guten Einstieg? Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die Frage, welche Methode aus dem Themenfeld Prozesse sollte ich anwenden, hängt ganz eng mit dem Reifegrad des betroffenen Unternehmens zusammen. Wenn Sie schon länger auf der Prozessreise unterwegs sind, brauchen Sie andere Methoden, als wenn Sie gerade erst beginnen und die ersten zaghaften Schritte gehen. Gehen wir mal davon aus, Sie stehen mit Ihrem Unternehmen ganz am Anfang. Grüne Wiese, es gibt noch nichts wirklich, mit dem Sie sich mit dem Thema Prozesse irgendwie näher beschäftigt haben. Also wie fängt man an und wie findet man einen guten Einstieg? Das beginnt immer mit der Erklärung nach dem Warum. Also warum sollte sich das Unternehmen und seine Mitarbeiter mit seinen Abläufen beschäftigen? Da kommen dann ganz schnell Gründe wie bessere Wettbewerbsfähigkeit, mehr Rendite oder ähnliches. Aber ganz ehrlich, das mag ja auch alles stimmen, reißt am Anfang aber, wenn eh schon alle Mitarbeiter skeptisch sind, ob da gerade eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, keinen wirklich vom Hocker. Ich empfehle daher immer, erstmal für Personen unabhängig stabile Abläufe zu sorgen und so die größten Risiken aus den Prozessen zu nehmen. Es muss letztendlich egal sein, ob der Herr Meier oder die Frau Schmidt den Wareneingang bearbeiten. Das Ergebnis des Wareneingangsprozesses muss die korrekte Verbuchung qualitativ einwandfreier Ware im System und die richtige Ablage in den Regalen sein. Und das ist auch ein schöner Grund, denn man kann jedem Mitarbeiter eigentlich schon erklären, dass er ja mal im Urlaub ist oder vielleicht auch mal krank ist und dann ja jemand für ihn mit einspringen muss und die Arbeit miterledigen muss. Und wenn das gut gelingt, ohne große Einarbeitungszeit und leicht von der Hand geht, tun sie doch alle leichter. Schließlich springt man selber ja auch mal für die Kollegen mit ein. Wenn man also auf der grünen Wiese startet, dann sollte man einen kleinen, abgegrenzten, aber öfter vorkommenden Prozess auswählen und ein kleines Flussdiagramm zum Anfang aufzeichnen. Man verwendet als erste Methode also die Prozessaufnahme, um die Schritte zu verstehen, die aufgeführt werden, um eben das bestimmte Prozessziel zu erreichen. Und wie das genau geht und auf was man dabei achten sollte bei der Prozessaufnahme, habe ich hier nochmal ausführlich mit beschrieben. Und Ideen für Prozesse, die in jeder Firma vorkommen, also auch in Ihrer Firma, und die Sie gut zum Start Ihrer Prozessreise verwenden können, sind der Wareneingangsprozess, wie ich bereits genannt hatte, die Prüfung und Verbuchung von Lieferantenrechnungen, die Erstellung von Angeboten und die Erstellung von Ausgangsrechnungen an Ihre Kunden. Das sind jetzt so 4 Beispiele gewesen, die aber in jedem Unternehmen wirklich vorkommen. Nach der Prozessaufnahme sollte man ein kleines Flussdiagramm erstellen, damit man eine Grundlage hat, um über den Prozess zu sprechen. Man verwendet dazu die Methode der Prozessmodellierung. Und für Einsteiger empfehle ich hier wiederum das Video zur Prozessmodellierung. Das ist ein ganz niederschwelliger Einstieg. Gucken Sie sich das mal an, wie Sie da die ersten Modelle mit einbauen. Jetzt haben wir durch die Prozessaufnahme und die Prozessmodellierung ein Prozessmodell erstellt. Und dieses Modell ist die Grundlage für regelmäßige Gespräche rund um den Prozess. Nutzen Sie das wirklich, dass Sie da eben regelmäßig drüber sprechen. Themen in diesen Gesprächen sind: Führen wir den Prozess immer gleich aus oder gibt es Unterschiede bei den einzelnen Mitarbeitern? Gibt es überhaupt eine zweite Person, die den Prozess auch ausführen kann? Oder gibt es vielleicht nur einen einzigen Wissensträger? Und wenn der mal nicht verfügbar ist, weil er eben zum Beispiel im Urlaub ist, dann haben wir ein Problem. Was machen wir eben dann im Fall von Urlaub oder Krankheit eines Schlüsselmitarbeiters in diesem Prozess? Gibt es dafür Routinen? Kann jemand einspringen? Müssen wir jemanden schulen oder ist es ein Prozessrisiko? Und auf welche Vorgehensweise wollen wir uns eigentlich einigen, wie wir diesen Prozess ausführen, wenn zum Beispiel mehrere Personen ihn immer in bestimmten Handgriffen vielleicht anders machen? Und wie lange braucht man, wenn alles glatt läuft und leicht von der Hand geht? Was ist so eine durchschnittliche, übliche Zeit, die der Prozess eben dauert? Und welche typischen Probleme treten in diesem Prozess eigentlich immer wieder auf, die zwar oft benannt werden und auch vielen Beteiligten auch wirklich bekannt sind, aber die wir eigentlich immer mal lösen müssten? Alles zusammengefasst, wenn ich mit meiner Prozessreise starte, dann nutze ich die Prozesserhebung, die Prozessmodellierung und die regelmäßige Kommunikation zum Prozess, um diesen in seiner Art der Ausführungsweise zu standardisieren und personenunabhängig zu stabilisieren.
Und damit habe ich auch bereits einige zentrale Prozessverbesserungen schon umgesetzt. Alleine damit kommen Sie schon einen ganz großen Schritt weiter. Will man seinen Prozess jetzt verbessern, geht es dann häufig um die Beschleunigung. Aber nicht unbedingt eine Beschleunigung der Bearbeitungszeiten, dass also jemand schneller irgendwo einen Knopf drücken muss, sondern die Beschleunigung der Durchlaufzeit. Also vom Start bis zum Ende mit allen Liege-, Transport- und Wartezeiten in diesem Prozess. Und dafür bedient man sich der Methoden des Lean Managements. Mit Hilfe von Lean Management untersucht man den Prozess, wo es die 8 Arten der Verschwendung gibt. Oder wie ich es lieber nenne, eigentlich die 8 Arten für die Katz zu arbeiten und sich selbst ein Bein zu stellen. Und wenn Sie diese 8 Arten der Verschwendung noch nicht kennen, dann empfehle ich Ihnen dieses Video. Gucken Sie mal mit rein. Es öffnet Ihnen wirklich die Augen in Ihrem Betrieb, dass Sie da mit offenen Augen durchlaufen. Dann sehen Sie überall eben schon diese Verschwendungsarten oder eigentlich, wie man für die Katz arbeitet. Mit verschiedenen sehr verständlichen Ansätzen, wie jetzt 5S für den perfekten Arbeitsplatz, der Redaktion von Beständen und dem Eliminieren von Wartezeiten, machen Sie Ihre Prozesse mit Lean Management deutlich schneller. Als ultimatives Ziel wird ein kontinuierlicher Fluss der Bearbeitung angestrebt, bei dem nichts rumliegt, wartet oder irgendwie gestapelt wird. Einen guten Einstieg mit den 5 Wahrheiten zum Lean Management als Aufwärmer finden Sie hier. Das ist auch ein ganz einfacher Einstieg mal in diesen Themenkomplex Lean Management. Wie kann ich diese Verschwendungsarten alle mit eliminieren? Wie komme ich da ran? Und was ist jetzt mit diesem Six Sigma? Wann nimmt man jetzt das? Wenn Sie Ihre Reise schon etwas länger gehen und Sie Ihre Prozesse halbwegs standardisiert haben und die größten Verschwendungen raus sind, dann können Sie mit Hilfe von Six Sigma Ihre Prozesse doch mal viel akkurater und präziser werden lassen. Den Unterschied zwischen akkurat und präzise habe ich hier in diesem Video nochmal genau beleuchtet, deswegen greife ich es jetzt in diesem Video nicht mehr auf, aber da oben können Sie nochmal genau nachschauen. Für eine sinnvolle Anwendung von Six Sigma braucht man aber auch ein Mindestmaß an Prozessdaten, wie die Anzahl der Fehler, Durchlaufzeiten oder ähnliches. Auch Rücksprünge und solche Loops und solche ähnlichen Dinge, Medienbrüche, das sind also alles Probleme, die man quasi im Rahmen von Six Sigma mit entsprechend analysiert. Und wenn Sie noch keine Chance sehen, diese zu erheben, diese Daten, dann sollten Sie sich zunächst auf das eingangs beschriebene Prozessmanagement und Lean-Management konzentrieren. Und wenn Sie das konsequent wirklich umsetzen, dann haben Sie automatisch auch die Grundlage für Six Sigma geschaffen. Denn damit haben Sie diese Standardisierungen bereits in den Prozessen drin, Sie haben ein viel besseres Verständnis dafür und Sie tun sich viel, viel leichter, die notwendigen Prozessdaten zu erheben für Six Sigma. Und Six Sigma ist dann wirklich nochmal ein ganz großer Sprung nach vorne eben, tatsächlich was die Optimierung von diesen Prozessen angeht. Und was jetzt mit KVP und Kaizen? KVP bedeutet kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ich habe Ihnen am Beginn des Videos empfohlen, eine regelmäßige Kommunikation zum jeweiligen Prozess aufzubauen und einzuhalten. Das ist ein ganz wichtiger Baustein des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, damit bereits umgesetzt. Kontinuierlich bedeutet ja dauerhaft und regelmäßig. Es hört also nicht auf und ist auch nicht nur ein Programm oder ein Projekt, um punktuell etwas zu verbessern, sondern es geht eben tatsächlich darum, dass man kontinuierlich mit kleinen Schritten eben seine Sachen verbessert. Und was ist mit diesem Kaizen auf sich? Kaizen ist ein japanischer Begriff und beschreibt eine Lebens- und Arbeitsphilosophie. Wörtlich übersetzt bedeutet es die Veränderung zum Besseren. Und indem Sie sich kontinuierlich mit diesen kleinen Schritten um Ihre Prozesse kümmern, leben Sie bereits das Kaizen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Bildlich wie ein Haus. Mit dem Prozessmanagement schaffen Sie das Fundament, indem Sie einen Überblick über Ihre Prozesse bekommen und die Varianten ein und derselben Prozesses eben eliminieren. Sie führen also diese große Varianz zurück eben auf eine Vorgehensweise, bei der sich alle einig sind, das ist eben vielleicht die beste Möglichkeit, diesen Prozess auszuführen. Und mit Lean Management reduzieren Sie die 8 Verschwendungsarten und beschleunigen damit Ihre Prozesse ganz enorm. Sie werden also schneller. Und mit Six Sigma steigern Sie die Präzision und die Akkuratesse Ihrer Prozesse und damit haben Sie entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber Ihren Mitbewerbern herausgearbeitet. Diese 3 Methoden bauen vielfach aufeinander auf und daher empfehle ich Ihnen den Einstieg über das Prozessmanagement.
Da ist die Hürde eigentlich am niedrigsten und Sie bekommen sofort griffige Ergebnisse, nämlich zumindest mal Gesprächsgrundlagen für Ihre Mitarbeiter und für Ihre prozessausführenden Personen, um das sich wirklich anzuschauen, wie können wir es denn vielleicht anders gestalten, damit es besser geht. Haben Sie Fragen zum Thema oder Ihre Erfahrungen mit der Community, möchten Sie die vielleicht teilen, dann schreiben Sie mir das gerne mal rein in die Kommentare, wie Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen begonnen haben auf Ihrer Reise der Prozessoptimierung. Und wir sehen uns herzlichst im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.